Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zu Paper Mario. Es geht wieder weiter hier im Dschungel. Wir sind aktuell auf der Suche nach den Yoshis und haben im letzten Part schon 3 gefunden. Damit... Oh, und hier ist ein Shortcut, ne? Sehr schön. Jo, damit haben wir schon über die Hälfte gefunden und kommen aktuell eigentlich auch ganz gut rum, was es angeht. Und hier haben wir einen Shortcut. Ey, das ist ja auch sehr gut. Das ist doch direkt am... Oder? Ja, direkt am Dorf einfach. Perfekt. Da bin ich mal so frei und heile mich nochmal kurz. Wenn wir jetzt einmal hier sind. Das ist ja sehr cool. So. Und einmal ein Schläfchen machen, bitte. Ah, gute Nacht. So, hast dich gut erholt. Hab ich. So. Dann gehen wir mal kurz gucken. 2 Stück fehlen noch. Wir haben auf jeden Fall noch ein paar Wege übrig. Aber das hier ist schon cool. Der Shortcut. Das gefällt mir sehr, sehr gut, Leute. Vielen Dank, dass ihr das so entwickelt habt. Das ist schon nice. Okay. Das Blöde ist, wir bekommen jetzt durch die Gegner auch kaum noch Erfahrungspunkte. Das ist schlecht. So. Ist hier links irgendwas? Nee, ne? Hier ist nichts weiter. Okay, was ist das hier für ein Schrein? Hier rechts ist, glaube ich, auch nichts gewesen. Nee, ne? Nee, nee, nee. Hier war überall nichts. Okay. Was ist das hier für ein Schrein? Kann man hier irgendwas machen? Ju, Blümchen? Okay. Eine Statue von Don Raphael. Vielleicht kannst du etwas hineinstellen. Ich habe aber noch nichts zum Reinstellen. Bekommen wir vielleicht noch. Okay, merken wir uns. Möglicherweise führt uns das irgendwo hin und ich kann die Pflanze berühren, dann leuchtet sie. Für später, denke ich. Achso, hier nach unten drücken. So, dann hier kann ich auch seitlich. Ich kann auch seitlich. Wunderbar. Kann ich den ignorieren? Ja. Cool. Gut, dann schlag mal. Ja, das wird schwer zu ignorieren. Den nehmen wir so mit. Okay. Wie machen wir das? Komm, ich mache mal Power Dance auf den da hinten. Einfach mal wieder ein bisschen zum Üben. Sehr schön. Und mein Fischi müsste eigentlich den Rest schaffen. Bam. Die Bauchlandung, ey. Ja, es gibt 2 Erfahrungspunkte. Das ist halt echt traurig. Schade, schade. 175 Münzen aktuell. Ging aber auch schön BP wieder. Das gefällt mir. So, weiter geht's. Was können wir hier noch machen? Die Gegner hat man schon besiegt. Wir sind noch nicht in diese Richtung. Ja, in diese Richtung sind wir noch nicht geschwommen. Dementsprechend gucken wir da mal lang. Wir haben da einen Weg. Oder wir schwimmen weiter nach links. Okay, wir gucken mal kurz hier, ob wir hier irgendwas machen können. Bam, ba, bam. Ja, da hoch muss man doch auch irgendwie kommen, oder? Da ist nichts am Start. Und hier, das ist doch so eine Blume, da kann ich mich nach oben wirbeln, richtig? Ja. Habe ich in die falsche Richtung gedreht? Muss schneller drehen? Muss ich bangen? Mario! Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was ich gerade gemacht habe. Das ist eine Röhre. Ui. So. Zack. Okay, das ruft doch nach einem Flächenangriff. Unsere Sterne sind auch wieder voll. Komm, ich mache einfach einen Sternsturm und dann hat sich die Sache erledigt. Let's go.
Das gibt dann auch 4 Erfahrungspunkte. Wow. Wahnsinn. Tschüss. Wow. Ja. Müssen wir immer mal einsetzen, oder? So. Ein bisschen Geld. Und was haben wir hier noch am Start? Gar nichts weiter. Okay. Dann machen wir weg hier. Und dann haben wir hier eine Röhre. Wofür denn die Röhre hin? Okay, ich höre auf jeden Fall einen Yoshi. Und hier brauchen wir what? What is los? Brauchen wir hier Bombette? Nein, ich bin wieder rausgegangen. Ach, ist das doof. Dö. Bombette, los jetzt hier. Keine Ahnung, ob das funktioniert. Nee, ne? Brauchen wir hier. Ach, ich kann einfach außen rumlaufen. Ich bin auch doof. Okay. Mega schlau. Dö. Oh, da war diese Blume und die hat gewirbelt und ich dachte, das sei cool und dann bin ich raufgeklettert und dann bin ich hier rumgewirbelt und dann bin ich durch die Luft geflogen und dann bin ich hier oben gelandet. Ich weiß nicht mehr, wie ich hierher gekommen bin. Es war so finster und unheimlich und ich fand nicht mehr hinaus. Danke, dass du gekommen bist, um mich herauszuholen. Jetzt kann ich ja sehen, wie ich hinauskomme. Ich gehe auch gleich nach Hause. Tschüss. Ah, ich muss öfter Watt einsetzen, ne? Fällt mir gerade wieder ein. Ich glaube, wir haben im letzten Part auch einen Block gesehen, den wir gar nicht geholt haben. Ich muss den viel öfter einsetzen, um die unsichtbaren Blöcke mir anzugucken. Ja, aber hier ist halt nichts mehr. Ah, naja. So, da fehlt nur noch ein Yoshi, Leute. Wir sind gut am Start. Okay, da haben wir einmal Land. Da müssen wir auch hin. So, what? What los? Okay, hier ist nix. Aber hier haben wir wieder eine Brücke, die wir uns bauen können. So, hier, warte. Kurz an den Büschen wackeln, um nichts zu bekommen. Einfach aus Prinzip. Und da haben wir doch einen letzten Yoshi schon. Hä? Einfach so, for free. Hallo. Wow, schniff. Wir haben Verstecken gespielt. Ich musste suchen, aber ich konnte niemanden finden. Ich bin herumgewandert und dann habe ich mich verirrt. Der Dschungel ist viel zu unheimlich für uns Kinder. Wir hätten doch besser auf Sushi hören sollen. Mario, wirst du an meiner Stelle nach den anderen suchen? Ich gehe jetzt nach Hause. Mission complete. Okay, wir müssen jetzt auch wieder zurück, ja? Jetzt können wir wahrscheinlich mit dem Ältesten reden. Kann ich mit dem Baum nicht interagieren? Das ist doof. Ja, jetzt müssen wir wahrscheinlich mit dem Ältesten reden und dann... da ist ein Sternsplitter. Da ist Sternsplitter. Achso, habe ich jetzt gerade schon? Ja, ne? Ich habe schon. Oder? Ich bin immer so vergesslich. Warte, ich laufe mal ganz kurz. Ne, hier ist ja nichts. Okay. Sushi. Dann holen wir uns den Sternsplitter schnell. Dü. So. Und dann einmal tauchen. Wo ist er denn? Da. Sehr schön, Leute. Gut, ja, ich würde sagen, wenn ich jetzt hier rumlaufe, renne ich immer mit Watt rum, um alle Unklarheiten auszulöschen, dass hier vielleicht noch irgendwo ein unsichtbarer Block ist. So, zack. Hä? Wo war denn das? Oder kann ich mit Watt das nicht machen? Ah, okay. Mit Watt darf ich das nicht. Verstehe. Dö. Nö, hier ist schon mal nix. War hier drüben jetzt noch was? Da habe ich, glaube ich, nicht geguckt. Ich gucke mal kurz.
Oh, jetzt ist der wieder am Start hier. Einfach nochmal kurz eine Runde durchlaufen, Leute. Aber auch hier sieht es mir nicht danach aus, als ob hier irgendwas ist. What, siehst du noch irgendwo was? Da hat er mir voll in den Arsch gestochen, ey. Okay, aber wir haben geblockt. Richtig nice. Komm. Shit happens, wir machen nochmal einen Sternsturm. Gar keinen Bock auf die gerade. Die Punkte sind dafür da, um sie auszugeben, Leute. Zack. So. Und ein bisschen Kohle. Aber ich glaube, hier ist auch nichts, ne? Nee, das war ein sinnloser Akt, hierher zu kommen. So, jetzt könnte es vielleicht sein, dass da hinten noch irgendwo... Oh Gott! Oh, nein. Sind nochmal drei. Komm. Ein Mario flieht nicht, ein Mario hämmert. So, und du, Mitglied wechseln. Cooper ist am Start. Und der macht nochmal einen Powerdown. Weggeballert. Und 21 Punkte. Und wieder Kohle. Ja, wir brauchen Kohle, Leute. Ich mache das nur fürs Geld. Genau. So, dann nehmen wir uns Watt nochmal zur Hand. Aber ich glaube, hier war jetzt nichts weiter, ne? Da hinten, weiß nicht, ob da jetzt was ist oder nicht. Ja, okay. Das sind nur zwei. Na komm. Eins. Zwei. Und dann machen wir hier nochmal einen kurzen Elektrohieb. War wirklich kurz. Boah. Ja, also ich hätte gedacht, wir bekommen jetzt wahrscheinlich vom Ältesten die Statue oder irgendwas. Also irgendwas, was wir wahrscheinlich in diese Statue reinstellen können. Und dann öffnet sich vielleicht der neue Dungeon für uns. Wäre jetzt so meine Idee dahinter. So, warte mal, ich muss den mal kurz loslassen. Ich hätte jetzt auch anders nochmal gehen können, ne? Guck mal, hier ist nämlich der unsichtbare Block. Den wollte ich doch. Und dann kriegen wir auch nochmal einen Angriffsschaden plus 5 auf alle Gegner. Das ist schon okay. Oh Gott, nein. Immer dasselbe hier. Okay, drei Stück. Wollen wir das mal einsetzen? Ja, komm. Wir setzen das mal ein. Das sieht nämlich cool aus. Und dann machen wir hier nochmal einen Wechsel. Mitglied wechseln. Cooper. Und dann wird nochmal kurz durchgeballert. So, Powerdowns. Wir sind eh gleich wieder im Dorf. Da können wir uns wieder heilen. Gibt so wenig Erfahrungspunkte. Das ist schon traurig. So, okay, Leute. Dann wieder Watt an den Start, damit wir hier nochmal ein bisschen blinken. Ach, hier geht's ja auch gar nicht zurück. Ach, Mann. Ich dachte gerade, ich bin woanders. Ich bin aber gar nicht woanders. Der Weg drüben wäre kürzer gewesen, ne? Naja, egal. Der Weg drüben wäre viel kürzer. Jetzt muss ich erstmal überlegen, wo ich überhaupt bin. Ich glaube, ich muss noch da. Ja. Ja, sorry, Leute. Ich hatte mich auch verirrt im Dschungel. So, jetzt sind wir aber da, ne? Ah, ne, hier ist auch keiner. Ha! Komplett verlaufen hier einfach. Der freut sich einfach nur. So, jetzt sind wir aber da.
Ja, jetzt sind wir wieder da. Jetzt gehen wir hier zurück und dann sind wir, haben wir es geschafft. Ja, ich hätte einen schnelleren Weg gehabt. Ups, naja. So, wo ist denn der King hier? Ist der schon wieder heimgekehrt oder wie? Der ist schon wieder zurück, ne? Colorado ist auch wieder am Start. Okay, wir heilen uns mal schnell und dann gehen wir zum Häuptling. Und der kann uns dann wahrscheinlich einen Weg zeigen, wie wir zum Vulkan kommen. Könnte ich mir vorstellen. So, mein Kaffee ist leer, das macht mich sehr traurig. Okay, dankeschön. So, einmal speichern. Und dann auf zum Häuptling. Wir könnten was verkaufen. Wir haben schon wieder gut Items gesammelt. Vor allem so eine Kokosnuss, die braucht eh keiner. Der ist er doch. So. Was wirst du mir erzählen? Mario, ich muss dir danken. Du hast die Kinder des Dorfes gerettet. Egal wie sehr wir uns bei dir bedanken, es kann nicht genug sein. Du bist ein wahrer Held. Wir wissen deine Tapferkeit zu schätzen. Zumindest kann ich etwas für dich tun. Du willst doch immer noch zum Lava-Lava-Berg, oder? Ich erinnere mich an einen sicheren Weg, auf dem Vulkan zu, den Vulkan zu erreichen. Komm bitte hier entlang. Jo. Es muss doch irgendwo hier... Ja, ich hab's gefunden. Hier ist es. Bitte nimm es. Du hast einen Jaderaben erhalten. Ausgezeichnet. Immer wenn sich auf dieser Insel Ereignisse außerhalb unserer Kontrolle ereignen, bitten wir Don Raphael, den Herrn dieses Eilands, um Hilfe. Wenn es jemanden gibt, der dir helfen kann, den Vulkan zu erreichen, ist es definitiv Don Raphael. Er lebt im Herzen dieser Insel. Wenn du den Jaderaben in die Statue von Don Raphael stellst, wird sich der Pfad in den Dschungel eröffnen. Seit ich ein junger Yoshi war, habe ich Don Raphael nicht mehr gesehen. Ich kann mich erinnern, dass es unglaublich schwierig war, ihn zu finden. Die Bäume und Büsche des Dschungels selbst waren es, die dem Suchenden den Weg versperrten. Aber ich bin mir sicher, dass du den Weg finden wirst. Mögen all deine Wünsche in Erfüllung gehen. Einen Moment mal. Du musst ja jede Menge hinter dir haben, Mario. Warum in aller Welt willst du zum Lava-Lava-Berg? Im Vulkan ist es sehr heiß und sehr gefährlich. Wenn du nicht äußerst vorsichtig und Glück hast, bist du im Handumdrehen eine Scheibe gerösteter Speck. Aber ich weiß, dass ihr euch ohnehin nicht darum schert. Ihr werdet trotzdem gehen. Ich kann das nicht gutheißen. Egal. Aha, oho, au. Du willst also zum Vulkan, weil du die Prinzessin von ihren Entführern retten willst? Was für eine bewegte Geschichte. Romantische Geschichten wie diese berühren mein Herz auf eine besondere Art und Weise. Es ist entschieden, ich kann euch nicht alleine gehen lassen. Ich, Sushi, werde bis zum bitteren Ende an eurer Seite bleiben. Mach dir keine Sorgen, Mario. Ich liebe es, auf andere aufzupassen. Und wenn du vorhast, den Dschungel zu durchqueren, hast du ohnehin nicht auf mich zu verzichten. Komm, Mario. Kühler wird der Vulkan nicht mehr. Cool. Alles klar. Ja, so machen wir das. So, wir haben sowieso nur noch 2 Minütchen in der Folge hier. Aber... Ich würde sagen, wir gehen nochmal shoppen und im nächsten Part geht's dann zum Vulkan. Je nachdem, was passiert, ne? So, willkommen. Ich möchte mal verkaufen, glaube ich. Wir haben 218 aktuell. Super, so Feuchtigel. Ruft einen schrecklichen Geist. Nee, das brauchen wir nicht. Weg damit. Wir kämpfen bis zum bitteren Ende. Die Kokosnuss schmeiße ich auch weg. Die ist auch super sinnlos. Ja, den Rest können wir eigentlich behalten, ne? Stellt BP her und... Ja, gut. Die Soda könnte man eigentlich auch wegwerfen. Weil wir ja den Dings drin haben. Ah, das ist halt krass, ne? 50 BP haben wir halt gar nicht. Aber könnte man haben. Aber bringt doch 50 Goldmünzen. An sich wäre das die beste Investition, das zu verkaufen. Aber vielleicht später auch super wichtig. Ich weiß es nicht. Ich behalte erstmal. Honigsirup. Ein wahrer Superpilz. 10 KP. Ein sehr saures Tonik. Vergiftung und Verschrumpfung. Feuerangriff. Blitzeinschlag. Das macht bestimmt mehr Schaden gegen Feuergegner, oder? Könnte ich mir vorstellen. Egal. Wir haben gute Eisangriffe.
So, ich save nochmal, Leute. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Gerne liken, kommentieren und bis zum nächsten Mal zu Paper Mario. Dann schauen wir uns wahrscheinlich den Vulkan an. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi, Leute.